Metal Leute, Serplin hier. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, ich habe vor ungefähr, lass mich lügen, bald einem halben Jahr ein Video darüber gemacht, was meine Anfänge auf YouTube waren mit dem Hochladen. Allerdings habe ich mich letztens mal wieder erinnert, Moment, ich hatte davor schon mal was auf YouTube gemacht, und zwar habe ich damals mit irgendwie 10, 11 Jahren auf YouTube gestreamt. Ich habe fucking nochmal gestreamt und ich wollte irgendwie kurz mal drüber reden. Keine Ahnung, als kleines Follow-up oder so. Ist doch scheißegal. Also, ihr kennt doch sicherlich alle Pokémon, oder? Ja, ich hatte mal vor, dass mein quasi einfach mein Channel ein Pokémon-News-Channel wird oder allgemein Pokémon-Channel, was schon irgendwo krank ist. Das ist so weit her, also so lange her, dass es, ich kann mich halt kaum noch mit Pokémon identifizieren. So, ich glaube, das wäre auf lange Zeit nicht gut gewesen, besonders ich hätte die Generation, die jetzt rauskam, gehasst. Ich hätte sie einfach gehasst. Aber hey, so, es ist einfach trotzdem irgendwie cute gewesen. Ja, ich habe damals einfach, ja, irgendwie 2, 3 Stunden meiner Lebenszeit einfach auf irgendwelchen Pokémon-Seiten irgendwie Bisa-Fans und was ist, und Celebi.net kennt sicherlich irgendwer bestimmt noch. Habe ich halt damals mal irgendwelche aktuellen Nachrichten gesucht. Und habe dann in einem YouTube-Stream mit schwarzem Hintergrund das erzählt. Das war für mich die Creme de la Creme des Contents. Besser kann's nicht werden. Ja, Gott, es ist irgendwie schon cute, aber ja. Ich wollte sogar mal schauen, ob ich die Streams noch irgendwie auf privat habe. Aber irgendwie hat YouTube die nicht gespeichert. So, ich sehe noch immer die Thumbnails davon und wie die hießen vom Titel her, aber der Stream ist irgendwie nicht erreichbar. So, ist einfach weg. Ja, sonst hätte ich jetzt irgendwie noch die, ich hatte in meinem Leben 2, 3 davon, die 1,5 Stunden, irgendwie wie ich gelabert habe damals, einfach reingeschnitten hier, hätte ein schön langes Video gemacht. Ja, leider kann ich das nicht. Ist auch schade drum irgendwie, aber naja. Wenn ihr euch mein Geblubber gegeben habt, dann danke, das war cool von euch, ne? Vergesst nicht, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt...